Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Hogwarts Legacy. Heute geht's darum, wie ihr Level 40 erreicht. Ich habe das ja schon geschafft, hier in meinem Platin-Run. Ich bin Stufe 40, das ist die höchste Stufe, die ihr erreichen könnt. Und habe somit auch schon alle Talentpunkte ausgegeben. Hier gehört nicht zum Video, aber passt auf, wo ihr eure Talentpunkte reinpackt. Denn die könnt ihr nicht respecken. Das heißt, wenn ihr mal einen Punkt ausgegeben habt und später sagt ihr, oh, den Punkt hätte ich da vielleicht besser nicht ausgegeben, zum Beispiel den hier, dann könnt ihr den nicht wieder zurücknehmen. Einmal ausgegeben, ist der ausgegeben. Passt da auf jeden Fall auf. So, aber jetzt zurück zum Video, wie ihr Level 40 erreicht. Da gibt es nämlich eine ganz besondere Regel. Und zwar könnt ihr nur Level aufsteigen, indem ihr Aufträge abschließt. Die geben am meisten Erfahrung. Aber für diejenigen, die vielleicht nicht die Aufträge machen wollen, sondern bevor sie die Aufträge machen, schon hochleveln wollen, können Gegner besiegen. Und Gegner gibt es ja ganz viele verschiedene. Ganz viele. Dunkle Magier, es gibt diese Krattler, es gibt Kobolde, es gibt Inferis. Berüchtigte Gegner, Spinnen, Trolle, Köter und Duellleistungen. Und jetzt ist es so, wenn ihr einen dunklen Magier besiegt, dann kriegt ihr 20 Erfahrungen, wir machen das gleich auch noch, und ihr steigt hier immer diese Level auf. Wenn ihr das höchste Level hier geschafft habt, besiegt 100 schwarze Magier und danach noch einen schwarzen Magier besiegt, kriegt ihr dafür keine Erfahrung mehr. Ich zum Beispiel, ich bin zwar auch schon Level 40, aber unabhängig davon kriege ich auch keine Erfahrung mehr von irgendwelchen Gegnern, die ich besiege. Wenn ihr jetzt am Anfang des Games seid, wir wechseln gleich mal auf meinen anderen Account, dann habt ihr die Möglichkeit, diese Gegner zu farmen. Und der beste Farming-Spot ist solch eine Kampfarena. Es gibt dort verschiedene Kampfarenen. Es gibt eine Kampfarena zum Beispiel, dort könnt ihr die unverzeihlichen Flüche schon einsetzen. Die würde ich auch empfehlen, weil dort könnt ihr am schnellsten Gegner besiegen mit Avada Kedavra. Diese Arena findet ihr hier im Verbotenen Wald. Ich zeige das mal. Von Hogsmeade Richtung Westen. Hier direkt am Berg ist die Kampfarena der dunklen Künste. Und die könnt ihr immer wieder machen. Immer wieder die Gegner besiegen. Und dort die Gegner farmen. So, ich habe jetzt mal eben auf meinen anderen Account gewechselt. Weil ich mache gerade eine Challenge. Ohne Angriffszauber auf schwer und ohne Ausrüstung das Game durchzuspielen. Und hier können wir uns das Ganze mal anschauen mit dem schnellen Leveln. Da gehe ich auf die Weltkarte, gehe hier hoch zur Kampfarena, markiere mir die und fliege da mal eben hin. Ich werde für dieses Video die Schwierigkeit auf Story machen, weil ich jetzt keine Lust habe, hier auf schwer da komplett rumzustruggeln. Ich denke, das ist fürs Video nicht so schlimm. An die ganzen Twitch-Zuschauer, keine Sorge, ich werde das Ganze natürlich nicht speichern, dass ich hier nicht mein Spielstand, verfälsche. Einmal kurz auf Geschichte. Und dann gehe ich einmal zur Arena und sehen wir uns gleich da. So, hier ist die Arena. Ich habe hier auch gerade andere Gegner, sehe ich gerade. Ich habe gar keinen Angriffszauber ausgewählt, weil ich die halt nie einsetze. Ich mache das mal gerade. Machen wir so und so. Ziehen den ran und geben dem das und das und das. Und irgendwie fühlt es so an, als würde ich... Ach, ich habe ja gar keine Ausrüstung. Ja, ja, es ist trotzdem übel schwer. Auch ohne Ausrüstung. Es ist sehr, sehr schwierig. Den besiegen wir eben. Dann seht ihr auf jeden Fall die Erfahrung aufploppen. Einmal alte Magie einsetzen. Und jetzt sollte... Ach, oh Gott, wie schwach bin ich denn? Ohne Ausrüstung ist das euch. Das ist eine Herausforderung. So, und jetzt seht ihr da, plus 20 Erfahrung und meine Sammlung, Herausforderung bei Kampf ist auch gestiegen, ne? 7 von 10. Und was ich jetzt machen werde, ist einmal durch die Arena durchgehen und dann schauen wir uns mal, wie das da oben aussieht mit den Erfahrungen, wie viel sich da getan hat. Ich habe gerade gemerkt, das muss ich vielleicht dazu sagen, um so eine Arena aufzumachen, müsst ihr, seht ihr oben rechts, 20 von diesen Töpfen kaputt machen. Das mache ich eben, da mache ich die Arena und dann sehen wir uns wieder, Leute. Und da sind wir auch schon zurück. Und mit einem Hundi. Stopp. Hundi, dich kann ich gerade gar nicht gebrauchen.
Du verfälschst das ganze Ergebnis. Also, wie ihr oben schon seht, ich bin ein Level aufgestiegen. Ich bin jetzt Level 19, habe auch einen neuen Talentpunkt bekommen, den ich jetzt hier irgendwo einsetzen könnte. Und zum Abschluss einer Arena-Prüfung gibt es nochmal ein paar Erfahrungen on top. Zusätzlich empfehle ich euch auch währenddessen schön die Duellleistungen immer abzuschließen. Die geben nämlich auch immer nochmal extra Erfahrungen. Und ja, das habe ich jetzt gerade zum Beispiel abgeschlossen, das habe ich abgeschlossen, das habe ich abgeschlossen. Also das ist auf jeden Fall eine sehr gute Möglichkeit, um schnell hochzuleveln. Ich würde sagen, also ich habe jetzt gebraucht, weil ich gar keine Ausrüstung habe, 10 Minuten für die Arena. Ich denke, wenn ihr die Ausrüstung komplett auf für Level 19 angemessen habt, dann habt ihr ja hier schon Verteidigung, vor allen Dingen Offensive. Dann braucht ihr dafür vielleicht 5 Minuten. Und dann könnt ihr in einer Stunde, ich will nicht zu hoch sagen, ich mag das nicht, wenn man das sehr übertreibt. Ich sag mal so 5 Level pro Stunde kann man schon schaffen eigentlich, wenn man zügig ist. Vor allen Dingen mit Avada Kedavra kann man die großen Trolle besiegen. Also das könnt ihr schon hinbekommen. Kleiner Tipp von mir, wenn ihr einen Gegner mit Imperio belegt, dann könnt ihr zum Gegner hingehen, den anvisieren und damit Viereck Patrifico Totalus einsetzen und dem auch mehr extrem Schaden machen. Das war's von mir für das Video, wie man schnell levelt in Hogwarts Legacy. Wie gesagt, ich mache gerade die Challenge auf Twitch, das Spiel durchzuspielen auf schwer, ohne Angriffszauber, die mache ich jetzt hier auch direkt mal wieder weg, und ohne Ausrüstung. Ist relativ knifflig, sage ich mal. Ein bisschen ist schon ziemlich schwierig. Wenn ihr da dabei sein wollt, gerne mal Twitch abchecken und gerne ein Like und ein Video lassen. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute.